Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es kurz um das DJI Osmo Pocket. Und zwar gibt es da eine neue Firmware, die Version 1.4 ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ich habe sie installiert, dauert 3-4 Minuten über die Mimo App auf dem Handy. Und die bringt auch einige interessante Neuerungen, da möchte ich kurz drauf eingehen. Und der erste Punkt, den ich eigentlich auch am wichtigsten finde, ist, dass die meisten Pro-Funktionen jetzt ebenfalls nicht nur über die Mimo-App verfügbar sind, also wenn es Osmo Pocket dann mit dem Handy verbunden ist, sondern eben auch direkt am Osmo Pocket. Und da haben wir jetzt zum Beispiel das Thema Belichtung, die kann man jetzt frei wählen, also manuelle Belichtung mit Einstellung ISO und Shutter, also Verschlusszeit. Und natürlich kann man auch weiterhin die automatische Belichtung nutzen. Man kann auch eine Belichtungskorrektur nehmen. Man kann sagen, ich will immer eine Blende jetzt überbelichtet oder immer eine Blende unterbelichtet haben und ansonsten automatische Belichtung. Und dann haben wir auch noch das Thema Farbprofil. Jetzt gibt es ein normales Farbprofil und ein Cinelike D Farbprofil. Das Cinelike D ist einfach ein bisschen für mehr Dynamik, also wenn man jetzt Szenen hat, wie jetzt gerade man hier auch sieht, die einfach, wo sehr große Hell-Dunkel-Unterschiede sind, da ist dieses Cinelike D einfach praktischer, vor allem wenn man auch dann später eventuell in dem Programm, Schnittprogramm dann noch ein bisschen an den Farben spielen will, dann geht das damit deutlich besser. Ja, und ansonsten kann man auch Autofokus, Single und Continuous auswählen. Das heißt, soll im Video, wenn man aufnimmt, kontinuierlich der Autofokus nachgestellt werden oder will man einfach einen Fokuspunkt festlegen und der soll die ganze Zeit gleich bleiben, außer man tippt dann nochmal aufs Display nachträglich. Ja, und außerdem kann man den Weißabgleich noch einstellen, eben automatisch oder auch einen Wert, den man sich aussucht, sonnig, wolkig und so weiter, kann man da alles einstellen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch die Mikrolautstärke. Das kann man auch festlegen, leise, mittel, laut oder eben automatisch, wie es sonst standardmäßig ist. Also man hat eine deutliche Erweiterung, finde ich, der Funktion. Man kann jetzt auch die Video-Frame-Rates noch anpassen. Da geht jetzt nicht nur 30, 60, sondern jetzt eben auch 25 und 50 und ich glaube auch 24. Auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das gab es schon im letzten Update. Aber ansonsten die ganzen anderen Funktionen, die ich gerade gesagt habe, gab es erst in dem Update, das jetzt vor ein paar Tagen rauskam. Ja, und ansonsten ist auch der Fokus etwas verbessert worden, vor allem im Bereich Lowlight. Da war da teilweise gerne am Pumpen hin und her. Das ist besser geworden und auch die Gesichtserkennung, gerade auch im Bereich Lowlight und generell auch, weil man so ein bisschen mit dem Osmo Pocket am Laufen ist, sich selber filmt. Da hat er gern mal ein bisschen im Hintergrund eine Weile geblieben, dann wieder das Gesicht hin und her und so weiter, je nach Belichtung auch. Und das ist definitiv jetzt auch besser geworden. Ansonsten gibt es noch ein paar kleine Verbesserungen, die jetzt nicht mehr groß erwähnenswert sind, ein bisschen Bugfixing und so weiter. Und auch das irgendwie, bei manchen gab es so das Problem, dass wenn man das Ding ausschaltet, dass es dann in einer komischen Position stehen geblieben ist und nicht in der Position, wie man es dann in das Gehäuse stecken kann, das mitgeliefert ist. Aber das war bei mir eh nicht der Fall, also den Bug hatte ich nicht, aber der scheint jetzt auch gefixt worden zu sein. Ja, und auch der Story-Modus wurde nun endlich für die normalen Consumer, nicht nur für die Vorab-Tester, freigeschaltet. Das heißt, man kann nun mehrere Clips aufnehmen, die quasi vorgegeben sind von der Länge. Also man tut erstmal auswählen, welchen Stil will man haben, wenn wir so schnelle Übergänge haben, wenn wir so Schwenkübergänge haben und so weiter, dazugehörige Musik. Also das sind quasi so ein paar Profile, die vorab ausgewählt sind, die man da nutzen kann. Und dann tut man zum Beispiel 4 Clips aufnehmen mit 2,2, 2,7 und so weiter Sekunden und die werden dann automatisch zusammengeschnitten. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Einfach wenn man unterwegs ist, kann man ein schnelles Kurzvideo aufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen generisch, das ist klar. Also das sieht dann bei jedem im Grunde gleich aus, wenn man so will. Das ist kein eigener Schnitt, keine eigene Musik und so weiter. Aber ich finde es einfach trotzdem recht praktisch, wenn man das machen kann, einfach mal unterwegs sein, kurzen Clip aufnehmen, mit bisschen Musik untermalt, fertig teilen mit Freunden oder vielleicht auch später mal für ein Video im privaten Bereich verwenden. Ja, soweit zum Update vom Osmo Pocket, das vor einigen Tagen rauskam. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das zu installieren, denn es bringt einige interessante Funktionen und man hat so ein bisschen das Osmo Pocket vom Handy entkoppelt, wenn man ein bisschen tiefer gehen will in die Einstellungen
und da ein bisschen was verändern will, dann kann man das jetzt endlich auch direkt am Osmo Pocket tun und muss nicht immer das Smartphone mit dabei haben oder auch das Smartphone aus der Tasche holen, mit anstecken, die wackelige Verbindung nutzen und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr empfehlenswertes Update. Ich würde es auf jeden Fall installieren. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du noch Fragen hast, dann ab damit in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao!